aber das ist ja... Ich bin... Schwanger, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Sie sind so überrascht. Ja, Robert und ich, wir kennen uns noch nicht so lang. Gut, Sie sind jetzt wahrscheinlich etwas verwirrt, aber es ist am Anfang ganz normal. Mit der Zeit werden Sie Nachricht verarbeiten, oder ist etwas nicht in Ordnung? Nein, das ist schon gut so. Also dann umso besser. Trotzdem sollten Sie so schnell wie möglich Ihren Frauenarzt kontaktieren. Ja, natürlich. Also dann, nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich bin schwanger. Auch wenn du das nicht gerne hörst, aber wir haben dich kaum vermisst. Charmant, wie immer. Wie sieht's mit der Belegung aus? Ja, die Gäste kommen allmählich zurück. Und die Fürstensuite? Bis auf ein, zwei Tage, ja. Wie lief's in der Küche? Ja. Darf ich kurz stören? Mhm. Aber kurz, Alfons, bitte, ja? Shandana kommt. Shandana, wer ist denn Shandana? Shandana. Shandana ist eine weltberühmte Sängerin. Sie hat den kompletten Westflügel und natürlich die Fürstensuite gebucht. Shandana nie gehört. Du? Es ist doch die Sängerin, die sich vor ein paar Jahren aus dem Musikgeschäft zurückgezogen hat, weil sie an Krebs erkrankt war. Ja, genau die. Und sie kommt mit ihrem Manager, ihren Beratern und. Sie will sich hier im Fürstenhof auf ihr Comeback vorbereiten. Oh, Alfons, dass Sie sich in Ihrem jugendlichen Alter so gut mit Popsteinchen auskennen. Shandana ist kein Sternchen, sie ist ein Star. Und wenn Sie sich ein bisschen mehr fürs Zeitgeschehen interessieren würden, dann wüssten Sie, dass diese Frau eine große Künstlerin ist. Sie hat Stil. Ja, und ziemlich ausgefallene Wünsche. Die Fürstensuite möchte doch bitte im Feng Shui-Stil ausgestattet werden. Da, diesmal. Vegane Kost, Mineralwasser aus Frankreich, eine spezielle chinesische Teemischung zum Frühstück. Keine Daunendecken. Ja, danke, Alfons. Ja. Tja, dann kümmere dich darum. Wer auch immer Shandana ist, sie hat ziemlich viel Geld und sie ist eine kostenlose Werbung für den Fürstenhof. Ach, Barbara, rede mit Sastro. Keine Sabotageversuche mehr, wie neulich bei der Heizungsanlage. Sonst muss ich wirklich sehr, sehr unangenehm werden. Keine Sorge. Ich bin noch Profi. So wie du. Rosalie, warten Sie! Erklären Sie es mir. Wenn Sie nicht eifersüchtig waren, warum haben Sie denn dann mein Date sabotiert? Herr Kranninger, es reicht wirklich. Ich habe Melanie Habermeyer aus rein professionellen Gründen für die zweite Schicht angepasst. Ah, das glaube ich Ihnen nicht. Ich muss mich Ihnen nicht erklären. Sie werden rot, das steht Ihnen aber gut. Ich verbitte mir solche Aussagen. Warum werden Sie plötzlich so hektisch? Warum sollte ich mich mit einem Mädchen messen, das gerade die Pubertät hinter sich gebracht hat? Das ist doch lächerlich. Das ist ganz bezaubernd, Ihre Aufregung. Ganz bezaubernd. Jetzt lassen Sie mich. Nur wenn Sie mir was versprechen. Ich warne Sie. Lassen Sie Melanie heute Abend früher gehen, damit wir unser Date von gestern machen. Ein Date? Ja, ein Date. Wegen der Badüren im Badezimmer, Herr Niederbühl. Ihre Zukünftige hat mich gestern zweimal wegen ihrer Unentschlossenheit zum Fachhandel geschickt und deswegen habe ich mein Date verpasst. Aha. Ja, das ist keine Art, Frau Engel. Das darf nicht nochmal vorkommen. Ja, beruhigen Sie sich. Wir machen das wie besprochen. Also dann ist das ja geklärt. Ich verlasse mich drauf. Ein temperamentvoller junger Mann. Also, wenn du Hilfe brauchst bei dem Herrn Krenlinger, dann kannst du jederzeit zu mir kommen. Ganz lieb, Schatz. Danke, aber ich schaff das schon. Habe ich mir das nicht immer gewünscht? Ein Kind der Liebe? Aber was wird Robert sagen? Wird er genauso glücklich sein wie ich? Kann er sich nach Miriam überhaupt über ein Kind mit mir freuen? Ach, natürlich freut er sich. Ich muss es ihm so schnell wie möglich sagen.
Da ist ja unser Todkranker. Na, tut's die Pumpe wieder einigermaßen? Sporten Sie nur, wenn es Ihnen danach besser geht. Haben Sie sich denn schon bei Barbara bedankt? Kleiner Tipp unter uns, auf gelbe Rosen steht sie besonders. Ja? Sie hat Ihnen immerhin das Leben gerettet, da kann man sich doch mal bedanken. Ja. Wenn, dann bei den richtigen Leuten, bei Herrn Heinemann und bei dem Arzt im Krankenhaus. Sie haben offenbar nicht alles mitbekommen, als Sie wie ein hilfloser Käfer auf dem Rücken lagen. Wissen Sie, es ist übrigens gar nicht ungefährlich, in Ihrem Alter mit Sport anzufangen. Falschen Ehrgeiz nennt man das, oder Midlife-Crisis auf Neudeutsch. Das sagt der Richtige. Sie sollten es einfach nicht übertreiben. Also Ihnen könnte ein bisschen Bewegung auch nicht schaden. Hat sich Barbara noch nicht beschwert? Dafür hat sie ja keinen Grund. Naja, die Ansprüche sinken halt mit dem Alter. Ihr Ex-Mann, mein Bruder. Der hat doch ein ganz anderes Format als Sie. Das sieht Barbara ja vollkommen anders. Mit meinem Bruder sind Sie doch ein Versager. Und das weiß Barbara ganz genau. Barbara bewundert Männer, die etwas auf die Beine stellen. So wie das, was Werner aus dem Fürstenhof gemacht hat. Ihnen sind doch die 50% praktisch in den Schoß gefallen. Was haben Sie daraus gemacht? Gar nichts. Ich habe kürzlich dafür gesorgt, dass Ihr Bruder, der geniale Geschäftsmann, einen völlig verrotteten Acker zum absoluten Fantasiepreis gekauft hat. Und den sind wir auch bald los. Und zwar mit sattem Gewinn. Was ist denn heute mit dir los, Prinzessin? Es ist jetzt Mittag und du solltest eigentlich schlafen. Also, ich bin schon ganz müde. Hat sie ihren Schnuller? Ja, und ihre Windeln. Und Papsatt müsste sie eigentlich auch sein, aber schlafen will sie nicht. Alles in Ordnung? Du hast doch was. Ich war gerade bei Dr. Niederbühl. Bist du krank? Nein, ich war wegen der Blutspende dort. Ich habe ihn als meinen Hausarzt angegeben. Wieso, was ist denn mit deinem Blut nicht in Ordnung? Mit meinem Blut ist alles gut. Es ist nur, dass ich, also... Wir können das doch jederzeit nachholen. Sie können heute früher gehen. Wirklich? Mhm. Aber hängen Sie es nicht an die große Glocke. So, danke. Vielen Dank. Mhm. Und was mit Jandana? Sie haben doch gesagt, wir müssen uns auf Überstunden einrichten. Das schaffen Ihre Kollegen schon. Ich stehe voll auf Ihren Sound. Auch die Texte, ja, finde ich so... Ja, bis später. So. Oh, wo wollen Sie denn hin? Ich habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Ja, essen können Sie später. Wir beide reden über Jandana. Da kommt jede Menge Arbeit auf uns zu. Through my head to find my way back. Hey. Hey. Oh, ich krieg jedes Mal Gänsehaut, wenn ich ihre Stimme höre. Und bald weiß ich, was Jandana privat trägt. Willst du mal hören? Ach, bitte nicht jetzt. Das ist keine Mädchenmucke. Sogar der Sonnenbichler schwärmt davon und das heißt was. Hörst du mir eigentlich zu? Was hast du gesagt? Kann sein, dass der Zeitungsartikel noch in deinem Kopf rumgeistert. Schon in der Redaktion angerufen. Der Typ, der das geschrieben hat, weigert sich, seine Aussage richtig zu stellen. Wer hat ihm diesen Blödsinn eigentlich erzählt? Na, wer schon? Würde ich dich jetzt fragen, wenn ich's wüsste. Konopka selbst. Wieso denn der Konopka? Ich denke, der war bewusstlos. Anscheinend nicht lang genug. Er war zufällig im Krankenhaus wegen einer anderen Geschichte. Wer jetzt? Ja, der Journalist. Und dass sie da wieder Konopka auf eine Untersuchung wartet. Und? Ja,
Glaubst du, der Konopka wusste, dass es ein Journalist ist? Ist ja auch irgendwie völlig wurscht. Diese Labertasche soll zur Zeitung gehen und das richtig stellen. Das ist alles Mist, was da steht. Und du musst dem Konopka klar machen, was auf dem Spiel steht. Ich meine, deine ganze Existenz steht auf dem Spiel. Da muss drin stehen, dass er darauf bestanden hat, so hart zu trainieren und nicht du. Er muss das klarstellen. Okay? Was hältst du von einem Geschwisterchen? Ist das ein Lächeln? Du freust dich also. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich es deinem Papa beibringe. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Es sind nur drei Worte. Ich bin schwanger. Hallo? Ach, Jakob, musst du mich so erschrecken? Sag mal, wie war das gerade? Du bist schwanger? Ich werde verrückt, gratuliere. Danke. Gratuliere. Du willst das Kind behalten, oder? Ja, natürlich. So, noch stehe ich ja erst am Anfang. In den ersten 12 Wochen kann viel passieren. Ja, trotzdem darf ich mich freuen. Was sagt denn Robert dazu? Der weiß es noch gar nicht. Also, ich wollte es ihm gerade sagen, aber dann musste er dringend weg. Ah, wegen der Pop-Diva? Mhm. Ah, da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu, Eva. Du hast den denkbar schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Ach, du, sowas ist doch schnell gesagt. Das sind nur 3 Worte. Ich bin schwanger. Du willst es ihm zwischen Tür und Angel sagen? Na, hör mal, ein bisschen Zeit muss schon sein. Die Nachricht haut ihn doch auch um. Pass auf. Ein Segelflugzeug, das über dem Fürstenhof kreist und darauf steht, Hallo Robert, ich bin schwanger. Ja, dann kann er ab und zu hochschauen und sich vergewissern, dass er nicht träumt. Du hast recht. Vielleicht sollte ich mir wirklich was Besonderes einfallen lassen. Danke. Handtücher und Bettwäsche mit Aloe Vera-Extrakten behandeln. Sag mal, ist das noch normal? Was jetzt genau? Diese Shandana tritt hier im Fürstenhof auf wie eine Diva. Dabei hat die seit 4 Jahren nichts Ordentliches mehr veröffentlicht. Das würde mich auch mal so verwundern lassen. Sag, Schatz, sollen wir uns was aus der Küche kommen lassen und wir machen uns einen gemütlichen Abend? Hm? Sonst gerne, aber ich muss jetzt los. Salzburg-Kongress hast du schon vergessen. Ständig musst du arbeiten, du hast nicht Zeit für mich. Ach, übermorgen. Da sind wir zum Ball der Ärztekammer eingeladen und da werde ich die ganze Nacht mit dir durchtanzen. Seit wir verlobt sind, da bist du überhaupt nicht mehr zu Hause. Ach, das stimmt doch gar nicht. Sag mal, hast du mich schon satt? Auch meine allerliebste, wunderschöne Rosalie. Glaube mir, nichts würde ich lieber tun, als bei dir zu bleiben. Ich rufe dich vom Hotel aus an, ja? Oh.